Oh, Muffins. Oh, da kommen ja auch so viele raus. Guck mal, mit einem Teig und einem Honig, da kann ich kommen 4 Muffins raus. Uff. Da brauche ich Gebäckteig. Was haben wir hier? Boah, Alter. Mit Linsen und Kohl. Da kommt dreimal Lasagne, Alter. Ich glaube, da verbrate ich mal den Kohl und die kleinen Linsen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch welche habe. Aber da verbrate ich jetzt mal ein paar Linsen. Ah, guck, ich habe noch 11 von denen. Oh. Moment. Ich habe noch kleine Linsen, die wo ich eigentlich gar nicht verkaufen will. Wo hatte ich das denn? Lasagne, hier. Das geht auch nur einzeln. Und das ist ja so unglaublich schnell. Das und das. Hier ist auch noch so viel zu fressen. Und hier haben wir noch Kürbissuppen. Oh, ich sage ja, ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug mittlerweile. Ja, das Fleisch muss ich noch oben in die Kiste packen. Fischfilet, wo auch keiner weiß, was man damit macht. Nom nom. Das kommt aber darüber. Oh, guck mal, das ist sogar. Ah ja, gut, Silber. Natürlich ist es Silber. Ach ja. Beeil dich mal. Oh, das habe ich auch noch nicht. Guck mal, das habe ich noch gar nicht erforscht. Trauben? Auch noch nicht. Das mache ich doch gleich mal. Oh, ich glaube, der Gute hat keinen. Nee, der hat keine Zutaten mehr dafür. Was wollte ich jetzt? Ach, guck mal, den Pilz habe ich auch noch nicht erforscht. So, Pilz kann schon mal nicht zerfallen. Auch nicht. Oh, da kommt aber viel. Oh, aber der Hopfen kann zerfallen. In Watt? Pulver? Was ist das? Verlangsamungspulver. Ja. Ich würde das gerne irgendwie wegschmeißen. Oder kann ich irgendwas basteln?
Ich müsste mir mal eine Rezeptliste suchen. Ah, hier. Gerbstoff kann ich damit machen. Fertig? Jawohl. So, und das kommt jetzt auch noch da hoch. Und habe wieder zwei Geschichten. Na, passt. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch warten, bis endlich der Wein oben fertig ist. Ach, guck mal, du bist auch fertig. Wo hast du das jetzt hingelegt? Ah, das kommt auch hier rein. Okay. Gut, mein Freund. Hier. Natürlich. Okay, ich bräuchte 500 Wasser. Puh. Oh, nom nom. Lasagne. Boah, ruckeln. So, ich nehme das Wasser mit. Ich hoffe, ich habe noch genug Platz. Ja, geht so. Das dachte ich mir. Na? Habe ich denn das schon ein? Ja. Natürlich ist die Lasagne mal wieder zu viel. Ich sage, ich habe so viel Fressalien mittlerweile, das kannst du ja keinem mal anbieten. Mal gucken, dass der Gute genug zu tun hat hier. Ah, ein bisschen fehlt noch. Ein bisschen fehlt noch. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch genug kriegen. Schön. Das langt. Sehr schön. Passt. Und am wenigsten wird natürlich Hopfen gebraucht, ne? Und davon habe ich aber. Deswegen Hopfen brauche ich gar nicht mehr anbauen. Hopfen habe ich genug. Was fehlt? Es sind Trauben, das heißt, ich werde jetzt einfach eine ganze Menge Wein anbauen. Ja, guck, er kriegt eben immer nur einen Wein hin. Das ist immer so blöd. So, was habe ich hier? Nüscht. Ach ja, stimmt, da habe ich ja noch die Nägel und die Lasagne einstecken. Lasagne. So, und da habe ich noch die Nägel einstecken. Die Pilze. Habe ich da noch Platz? Jawohl, habe ich noch ein bisschen. Gehe ich kurz schlafen. Betonung auf kurz. Und dann mache ich hier wieder ein paar Scheite. So. Das nehme ich auch gleich mit.
Hier runter. Gut. Dann hatten wir ja die Quest. Bei dem genau. Und am Leuchtturm, ne? Greswold. Genau, zum Leuchtturm müssen wir und Grätzewold. Aber dafür ist es ja noch ziemlich dunkel. Das heißt, ich werde jetzt doch mal ein bisschen schlafen gehen, dass es einfach hell ist. Boah, die Bude muss jetzt aktuell bei dem so geil riechen. Einfach nach Lasagne überall. So. Jutz Nächtle. Wupp. So, und da meine Blase gerade ziemlich am Drücken ist, urplötzlich, würde ich mal ganz schnell sagen, ich pausiere hier gerade mal ganz kurz, weil es tut schon weh. Ich pausiere hier mal gerade ganz kurz und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Also bis gleich. So, Freunde, da bin ich auch schon wieder. Erstmal das Headset wieder ordentlich, einen Schluck trinken. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, ich wollte schlafen gehen, damit es hell ist. Und ich mit den ganzen Leuten quatschen kann. Und zwar wäre das der Digger, glaube ich, gewesen. Hoppla. Der Digger, glaube ich, gewesen. Der, wo, glaube ich, gegenüber von unserem Dingens steht. Und am Leuchtturm. So, können wir denn inzwischen was mitnehmen? Das ganze Ding ist einfach nur voll für Bier. Oh. Da ist auch wieder eins. Ah, Quatsch. Ich muss doch da... Geht doch schneller. Ist doch eine gute Abkürzung hier. So. Einmal mit dem Digger reden, glaube ich. Und dann einmal zum Leuchtstürmische. Ach ja, und Greswold wollt ja auch noch was. So. Und da können wir auch gleich hier mal die Sachen reinstellen. Dass den Leuten da Trinken nicht ausgeht. Weil es ist unfassbar, wie viel die saufen. So. Hallo, mein Freund. Na, wie schaut's aus? Schön. So, da steht er, der gute Mann. Ding dong boing. Wo ist deine Priestermedaille? Ich habe sie vor der Zeit versteckt. Die Zeit verdirbt alles und macht alles älter. Digo, ich kann dir gutes Geld für diese Medaille anbieten. Geld kann man nicht essen. Kuchen kann man essen. Aber Zeit? Zeit verdirbt sie auch. Ey, ich brauche Alkohol. Ich tauche meinen Kuchen darin ein und dann hält er sich für immer und ewig. Wer kann mir mit Alkohol weiterhelfen? Schlange? Oder ich könnte ihn selbst herstellen. Was willst du denn? Gib ihm Alkohol. Ach so, ich muss das Ding, dieses Spezialzeug wieder herstellen. Da muss ich dann mal schauen, ob das das gleiche ist, wie ich damals gebraucht habe. Diesen XXX-Schnaps oder sowas. Oh, guck mal, da war Holz. So. Ach, guck. Wo ist mein liebster Angelhaken? Wo bist du, mein Junge? Naja, zum Glück habe ich noch viele andere Lieblingshaken. Das muss er sein. Du bist ein Dieb. Gib dem Müller die Einladung zurück. Niemals. Er ist ein Betrüger. Die Witze, die er erzählt, das sind meine. Sie sollten mich einladen, nicht ihn. Dank ihm habe ich die Chance verpasst, ein berühmter Komiker zu werden. Weißt du was?
Ich könnte eine Comedy-Show in meiner Taverne organisieren und du kannst dort auftreten. Wirklich? Das würdest du für mich tun? Oh, mein Retter, lass mich dir einen Kuss geben. Aber da muss es auch ein Schlagzeug geben, sonst funktionieren meine Witze nicht. Organisiere eine Comedy-Show mit einem Schlagzeug in der Taverne. Ach du Schande. So, der eine will Alkohol, der will... gut, dass ich noch kein, gerade das Fest noch nicht gemacht habe. Ich habe das Gefühl, das wird so ein Dreier-Sternfest. Mein lieber Freund. Wie mache ich das? Ah, Stand-up-Comedy. Ah, da brauche ich zwei. Ach so, ich kann doch gar kein 3-Stern machen. Ich habe da noch gar nichts freigeschaltet für. Ah, cool. Da brauche ich 10 von denen, 5. Und das kann ich sogar schon machen. Schick. Oh, da hat wieder jemand was gekauft. Was war das? 10 Flugblätter und 5 Glauben. Okay, ich habe natürlich alles wieder zu Hause gelassen. War so klar. Gut, dass man hier unten in den Tunneln die Wege abkürzen kann. Oh, das ist echt erleichternd. Also ich glaube jedenfalls, dass das viel, 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 viel kürzer ist. Gerade halt auch Richtung Leuchtturm da. So, ich brauche 10 Flugblätter. Und 5 Glauben. Habe ich die denn hier? Nö. Wo hatte ich denn die? Ich hatte doch noch Flugblätter gehabt, oder nicht? Ach. Ich nehme die jetzt einfach mal mit. Ich habe ein bisschen Glauben unten bei den Leichen gelassen. Ich glaube an meine Leichen. Das braucht aber Scheibenkleister lang. Hat der inzwischen schon was fertig? Nee. Oh, dankeschön. Boah, ich krieg langsam echt Hunger, wenn ich hier Lasagne lese nur, ne? Huch, boing. Wo habe ich denn die Flugblätter gelassen? Ah, da. Ah, und da sind auch, da ist auch der andere Glauben. Achso, falsche Kiste. Ich dachte schon. ich war schon verwundert. Ich lasse hier aber mal ein bisschen da. Und den Rest nehme ich mal mit. Wollte ich sonst noch etwas mitnehmen? Glaube nicht, ne? Oh, aber es ist dunkel. Ich glaube... Ja gut, was heißt, ich lege mich erstmal hin. Geht nicht. Ich gehe mal ein bisschen die Zeit vertreiben, dass ich mich hinlegen und schlafen kann. Dazu mache ich mal hier wieder ein paar Blätter. Das pausiere ich aber, weil sonst passiert ja nicht großartig was Interessantes. Wir sehen uns dann wieder, wenn es hell ist, ne? Also bis gleich. Tada! Ging das nicht schnell? Ja, für euch. Gut, generell hat's eigentlich auch nicht lange gedauert, aber... naja. Oh! Hui! Da kam doch einfach mal goldene Lasagne gerade raus. So, dann gehen wir mal zum Kresswold. Gucken mal, was der noch möchte. Für den dürfen wir ja bestimmt auch noch irgendwas tun. Dass wir da die Artefakte kriegen. Oder gehen wir aber hier raus, weil da sind wir nämlich direkt draußen. So, Kretzewold. Nervige Friedhofswärter mochte ich noch nie.
Ich versuche mich kurz zu halten. Kann ich mir dein Dolch ausleihen? Meinetwegen kannst du ihn sogar behalten. Aber erst musst du mir helfen. Ich wusste es. Horadrix Laune war in den letzten Tagen einfach zu gut. Verderben wir sie. Viele Leute besuchen Horadrix Taverne, um den Liedern von Frau Anmut zuzuhören. Überzeuge sie davon, auch in deiner Taverne zu singen, und Horadrix wird grün vor Neid anlaufen. Ach, der Arme. Ja, Frau Anmut, die ist natürlich nur da, ich glaube, bei dem Zeichen. Das heißt, ich habe mich verlaufen. Hier. Das heißt, wir müssen warten. Oder war das hier? Nee, hier war der Inquisitor. Das war glaube ich, hier. Frau Anmut, das ist sie definitiv nicht. Die kann ich doch nicht mal anlabern. Also gut, das heißt, wir müssen hier warten. Ist zum Glück in ein paar Tägelchen. Aber da müssen wir auch warten. So, gab's was? Jo, danke. Sehr schön. Jetzt können wir das Dingens veranstalten. Ich habe nur leider Gottes keine Ahnung, was für ein Essen wir brauchen. Es kann gut sein, dass das vielleicht das Essen ist, was der Typ dann im Rucksack hat vielleicht. Könnte ich mir jedenfalls sehr gut vorstellen. Deswegen drücke ich dem einfach mal hier das Gedönse in die Hand. Bitteschön und ein bisschen davon. Ein bisschen was Verschiedenes. So. Mein Freund, der Fischer, hat einfach kein Glück. Gestern hat sein Wurm seinen 10. Geburtstag gefeiert. Meine Frau ist so fürsorglich. Ich habe ihr gesagt, dass ich unter einer Eiche begraben werden will. Und meine Frau lief sofort raus und fing an zu graben. Meine Frau wollte abnehmen und hat mit dem Reiten angefangen. Das Pferd hat 10 Kilo verloren. Das war episch, Mann. Schau, sie warten alle auf mein Autogramm. Hier, nimm die Einladung. Deine Shows sind sowieso besser als die der Stadt. Dankeschön. Oh, Bühne frei, Errungenschaft. Oh. Haben die ganzen Burger gefressen? Die haben mir die Burger weggefressen. dann wird das Essen offensichtlich nur bei den Events verkauft und dann auch nur, was der Typ im Rucksack hat. Also nicht, was in den Kisten ist. Da kommen offensichtlich tatsächlich nur die Getränke rein. Aber, ach warte mal, mit dem muss ich ja gar nicht mehr reden, ne? Was hast du denn? Eine Angel. Ich weiß gar nicht, was für eine Angel habe ich denn? Habe ich die Exzellente? Jo. Ich glaube... Ach ja, mit dem Müller muss ich... Hieß es ja, ne? Mit dem Müller muss ich ja reden. Nach Hause. Lasagne aufsammeln. Neue in Auftrag geben. Die letzte. Oh, und schon wieder Gold. Cool, dankeschön. Eieiei. Ja, das dauert doch relativ lange, ne? Bis das fertig ist hier. So. Ich glaube allerdings nicht, dass der... Oh, guck mal. Karotte. Linsen. Kürbis. Und Zwiebeln. Die nehme ich gleich mit, damit ich es nicht vergesse. So, gucken wir mal, ob der Müller noch da ist. Ich glaube es allerdings nicht. Ich glaube, wir sind schon zu spät dran.
Ja, super. Ich laufe natürlich mal voll außen rum. Ah, siehst du, der ist schon weg. Ach, da nehme ich da hinten. Da nehme ich da hinten noch den Honig mit, der wo hier irgendwo sein muss. Da. Schade, dass ich da nicht ran kann. Weil irgendwie scheint das keiner zu lehren hier. Ach, guck, da kommt der... Ah, gut, da kann ich wieder ein Gebet machen. Da kann ich dann wieder beten gehen. Ich gucke dann auch direkt, wenn ich schon mal da bin, mal oben. Nach dem rechten, nach unseren Weinbergen. Und nach den Bienen gucke ich dann auch direkt mal. Ich habe ja Zeit. Ach, seid ihr wieder fertig? Ja, sehr schön. So, Wein. Guck mal, das reicht sogar komplett für das ganze Ding. So. Ich brauche wenigstens zwei, mindestens zwei, damit ich endlich wieder ein neues Ding bauen kann. Bitte. Ach, das Kistenregal kann ich jetzt auch wegdrücken. Das ist auch fertig. Da haben wir ja beide aufgebaut. Natürlich kommt jetzt nur eine Biene, ne? Das ist so klar. Och, bitte, willst du mich verarschen? Ey, das ist doch jetzt ein Witz. Die ganze Zeit kriege ich zwei Bienen, weißt du? 10 Stück brauche ich, 9 habe ich jetzt. Und jetzt kommt natürlich aus dem kompletten Ding nur eine einzige Scheißbiene raus. Heißen Dank auch, Spiel. Heißen Dank auch. Mobbing-Spiel, it's real. Hier oben waren aber auch nochmal irgendwo Honigpopel. Der Baum müsste eigentlich schon 150 Jahre lang abgebaut sein, eigentlich. Ja, da haben wir eine. Sehr gut. Ich kann ein neues Bienenhäuschen bauen. Super. So. Nach Marmor bauen sie gar keins ab. Die sind ja alle voll. ihr könnt auch mal raus. Oha! Ich hab keinen Platz. Nein, ich hab keinen Platz. Doof. Aber ich habe hier eine Kiste. Da kann ich mal eben... Dann nehme ich die nämlich mit runter. So, hier haben wir den Stein. Was war das denn? Oh, Moment. Ach, jetzt habe ich die ganzen Zwiebelringe einstecken. Oh, warte. Nehmen wir erstmal das da. So. Dann können wir die ganzen Steine zerknüppeln.
Oha, das dauert aber lange. Alter Schwede. Ich glaube, das mache ich auch mal offscreen. Hier mal ein bisschen aufräumen, ne? Also bis gleich.